Das Sommerinterview fällt in die Woche nach dem tragischen Tod eines 8-Jährigen am Frankfurter Hauptbahnhof. Mutmaßlicher Täter, ein Eritreer. Aus der AfD unterschiedliche Reaktionen. Falsche Zusammenhänge zur Flüchtlingspolitik wurden konstruiert. Manche verfluchten auf Twitter den Tag von Angela Merkels Geburt. Jörg Meuthen verurteilt diese Äußerungen ausdrücklich nicht. Ich halte die Aussage als solche für unangemessen. Ich kann emotionale Überreaktionen aber verstehen. Auch Thema der sogenannte Flügel. Der wird vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet. In allen drei Bundesländern, in denen dieses Jahr noch gewählt wird, sind Flügelmänner AfD-Spitzenkandidaten. Trotzdem versucht Meuthen im Interview, auf Distanz zu gehen. Der Flügel ist nicht Teil der AfD. Viele aus dem Flügel sind in der AfD. Die Mitglieder, die innerhalb unserer Programmatik stehen und gleichzeitig dem Flügel angehören, gehören ohne Wenn und Aber zu unserer Partei. Die AfD setzt im Wahlkampf auf Zweifel am menschengemachten Klimawandel. Meuthen verteidigt die Parteilinie und widerspricht damit der Mehrheit der Wissenschaftler. Wie stark ist der anthropogen, sprich durch menschlichen Einfluss verursacht? Darüber besteht keine Einigkeit. Und dann müssen wir das weiter angucken, wie stellen wir uns darauf ein. Und das gibt keinen Weltuntergang, das garantiere ich. Beim Thema Rente ist die Partei weiter zerstritten. Im Frühjahr 2020, so Meuthen, wolle man das nächste Mal versuchen, ein Modell zu finden.